Hallo Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was habe ich heute vor? Ich möchte heute anfangen, einen luftgetrockneten Schinken herzustellen. Und da habe ich mir ein wunderbares Stück Fleisch besorgt. Und zwar hier eine Unterschale mit Schwarte. Richtig schön, kann man da sehen, schön durchwachsen mit schönem Fettanteil. Das ist das ideale Stück Fleisch für so einen luftgetrockneten Schinken. So, wie dieser hergestellt wird, Schritt für Schritt, das zeige ich euch hier in diesem Video. Ihr schaut Blaufeuer Barbecue. Hierzu benötigen wir grobes Meersalz und schwarzen Pfeffer gemahlen. So, wir machen einen Schinken, luftgetrocknet. Das Fleisch ist eine Unterschale mit Schwarte, hat ein Gewicht von 3200 Gramm. Pro Kilo Fleisch nehmen wir 40 Gramm Meersalz und 5 Gramm Pfeffer schwarz. Ergibt dann 128 Gramm Salz und 16 Gramm Pfeffer. Das werde ich jetzt erstmal auswiegen. Ich habe mir hier so eine Feinwaage zugelegt, die auf den Zehntel Gramm wiegt. Und hier ist unsere fertige Salz-Pfeffer-Mischung schon abgewogen und gut miteinander vermischt. Als nächstes kommt das Salz mit dem Pfeffer über den Schinken. Hier ist so ein kleiner Sack. Hier seht ihr das. Da muss auch immer was rein. Wird hier schön einmassiert, hier das Salz. Jawohl, dass wir überall etwas haben. Ne? So. So ziemlich das meiste ist jetzt verteilt. Ja, jetzt haben wir das Fleisch im Beutel und jetzt wird das vakuumiert. Ja, ich habe hier so ein Kammergerät. Ihr könnt aber auch jedes herkömmliche Vakuumiergerät mit normalen gofrierten Tüten hierfür verwenden. So, das sieht noch die Luft. Das hört man. Jetzt schweißt die Naht und gleich zieht die Luft aus der Kammer. So, jetzt zieht die Luft raus. Jetzt kann man das Gerät öffnen, beziehungsweise es öffnet sich automatisch. Und jetzt ist der Schinken wunderbar vakuumiert. Ja, hier ist das einvakuumierte Fleisch. Heute haben wir den 18.02., da haben wir es einvakuumiert und es geht bis zum 19.03., kommt das in den Pökelschlaf. Und ich werde mich zwischendurch mal melden und dann sehen wir uns später. So, da ist unser Schinken jetzt im Pökelkühlschrank. Wie gesagt, bis zum 19.03. wird er hier im Kühlschrank sein und jeden Tag wird er ein bisschen massiert, gewendet, genauso wie die anderen Produkte. Jeden Tag werden die ein bisschen bewegt. So, jetzt gucken wir noch mal hier bei mir in den Pökelkühlschrank. Wie gesagt, am 18.02. haben wir es ja gemacht. Wir haben heute den 13.03. Und hier ist etwas Flüssigkeit ausgetreten, könnt ihr genau sehen. Aber nicht so viel, da wir ein sehr hochwertiges Fleisch gewählt haben. Das hat sie jetzt alles verteilt, das zieht, seht ihr. Und ich denke, ich lasse es jetzt noch ein paar Tage im Pökelkühlschrank hier. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Weil es kann ja nicht schaden, das wird ja ein luftgetrockneter Schinken. Und der muss schon mal richtig gut durchpökeln. So, liebe Freunde, jetzt ist es endlich soweit.
Die Pökelzeit ist jetzt vorbei und wir haben sie sogar um einen Monat überschritten. Wir haben hier heute Ostersamstag. So, schau mal hier. Hier ist unser Fleisch. Es hat sich hier eine Flüssigkeit gebildet. Ich schneide das jetzt mal auf, um einen Geruchstest zu machen erstmal. Ja, wunderbar. Riecht sehr stark nach Pfeffer. Ja, gut. Und sonst noch nichts. Jetzt nehmen wir das Fleisch. Jetzt kommt das für 6 Stunden in Wasser gelegt. Wir haben hier uns so ein Behältnis. Hier einen Topf, wo wir das jetzt so reinlegen. Sollte eigentlich ganz reinpassen. Jawohl. Und da verbleibt das jetzt für 6 Stunden. Warum legen wir das in Wasser? Das hatte ich schon mal erklärt. Um die Oberflächensalzkristalle aus dem Fleisch auszuspülen. Wenn wir das dann später lufttrocknen, für 6, 7, 8 oder 10 Monate, je nachdem, müssen wir mal schauen, dann tritt das Salz nicht mehr aus. Ich melde mich dann später bei uns aus dem Kühlhaus nochmal. Ja, 2 Wochen hängt der Schinken jetzt hier im Kühlhaus. Und er ist schon gut angetrocknet. Schimmel ist jetzt noch keiner zu sehen, wäre jetzt auch zu früh. Ich drehe den mal eben, kann man ihn von der anderen Seite noch mal sehen. So, und der braucht jetzt natürlich zum Reifen seine Zeit. Wir haben hier eine Luftfeuchte, ich gucke mal eben drauf, ja. 81% im Moment und eine Temperatur hier konstant 8 Grad. So habe ich das hier geregelt. So, das wäre es an dieser Stelle erstmal. Ich denke, in 4 bis 6 Wochen schauen wir uns nochmal an, den Schinken. Und dann werden wir auch schon die ersten Schimmelansätze sehen können. Ja, hallo zusammen. Nach 4 Monaten hat sich mein Schinken natürlich etwas verändert. Trocknet, reift und es bildet sich eine weiße Schimmelpatina, die dann aber später noch etwas mehr wird. Von der anderen Seite sieht er dann so aus und ich denke mal, ich werde ihn noch 3-4 Monate hängen lassen. Das kommt immer darauf an, wie er sich entwickelt, aber wie gesagt, er sieht gut aus, auch die Entwicklung ist sehr schön bei dem Schinken. Mittlerweile hängt der Schinken jetzt seit 8 Monaten hier bei mir im Kühlhaus und wir lassen ihn noch 4 Monate reifen. Wir wollen dann Jahresschinken draus machen. Hier ist unser Nachfolger von dem Schinken. Das wird unser Weihnachtsschinken und in 4 Monaten melde ich mich dann nochmal bei euch. Wow, schaut euch das mal an. Unser luftgetrockneter Schinken ist nun fertig. Etwas über ein Jahr hat er hier verbracht. Genau 13 Monate. Ich werde ihn jetzt mit hochnehmen und dann werde ich ihn morgen anschneiden. Da seid ihr natürlich dabei. Ich bin schon so gespannt. Ja, hier haben wir unseren Prachtschinken mal auf die Waage gelegt. Der hat ja das Anfangsgewicht vom Fleisch war ja 3200 Gramm und jetzt wiegt er nach über einem Jahr 1795 Gramm und somit haben wir einen Gewichtsverlust von ca. 56%. So, liebe Freunde, jetzt ist es soweit. Warum lasst die Lohne? Ich lache immer. Gut. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. 13 Monate hat er jetzt gereift. Schaut mal, hier ist er ja. So, jetzt werde ich den mal anschneiden. So, und dann schauen wir uns den mal voll schön von innen an, wie es aussieht. So, ich gebe das mal hier zurück. Und dann schaut mal hier rein. Wie sieht es aus, Ilona? Sehr gut. Traumhaft, ne? Perfekt. Guckt euch mal die Farbe an. Oh, da hab ich mal Hunger. Ja, den werden wir auch gleich verkosten. So, ich mache das mal hier eben etwas sauber. Ich schneide jetzt ein bisschen die Schwarte weg.
und die auf keinen Fall wegschmeißen, weil damit kann man einen richtig guten, also man kann sie zum Eintopf tun, ne, Ilona? Ja. So, ich riech mal dran. Boah, der ist auch nicht hart, ne, irgendwie überhaupt nicht. So, jetzt werden wir die mal, jetzt werden wir den Schinken mal etwas aufschneiden. So, wir haben einen neuen Kameramann, ich. So, Ilona wird es aufschneiden. So, schön dünn. Guck dir das mal an, wie schön der ist. Wow. Wunderbar. Hier ist ein Geruch wie im italienischen. Ah, oh, das ist super. Wie mit italienischen Spezialitäten. Restaurant oder Trattoria, wenn da der frische Schinken hängt. Guckt euch das mal an hier. So, mein Schatz. Freust du dich schon auf die Verkostung? Ja, jetzt probieren wir das mal. Auf ein Stück Brot. Kurz, lass ich mal gucken, wie das aussieht. Wunderschön. So, dann sag mal was dazu. Probier's mal schön. Sehr lecker. Sehr aromatisch. Schmeckt perfekt. Ist schön weich. Mhm, weich. Super Aroma. Schön mild. Super. Und zum Nachspülen habe ich dir da auch was hingestellt gleich. Mhm. Ja. Ich werde ihn gleich mal probieren. Ich bin schon richtig gespannt. Aber die Farbe und hier vom Schinken. Also wie gesagt, 13 Monate allein hat er gereift. Und was bleibt uns dann noch zu sagen? Erstmal Prost, Schatz. Vielen Dank für die Verkostung. Prost. Zum Wohle. Zum Wohle. Passt der Wein? Probier mal. Zum Schinken müsste eigentlich genau passen, ne? Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. So. Meine lieben Freunde, das war unsere Verkostung von unserem leckeren Schinken, der 13 Monate gereift hat. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuschauen und dass ihr uns immer so schön folgt. Wir wünschen euch noch viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss. Tschüss. Ciao. Was wird das? Das wird unser Abspannvideo. Genau. Genau. Wir haben uns hier eine Liste gemacht. Erstmal wäre es super, wenn ihr unser Video teilen würdet. Auf Facebook. Ein Daumen hoch wäre natürlich auch super. Ja, das wäre super. Wenn ihr was wissen möchtet, schreibt eure Kommentare darunter. Wir geben euch gerne Antwort. Genau. Und am liebsten wäre uns natürlich ein Abo. Ein Abo hier. So. Wir sagen tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.